So, okay. Voll vergessen. Alter. Epic So, Fail. wenn ihr euch wieder eingekriegt habt, starten wir zu Frage 2. Neulich wurden Pferde hinzugefügt. Diese haben sogar Rüstung. Welche Rüstungsarten gibt es? Ich hab's ausgedrückt. Es gibt goldene Rüstung, Diamantenrüstung und Eisenrüstung. Oh, Richtig. du warst schon Ja. bei Und 0, das ist unfair. damit hat Steven 2 Punkte. So. Und jetzt eine allgemein, also eine Allgemeinwissen. Allgemeinwissenfrage. Druckplatten ermöglichen ein Redstone-Signal. Es gibt einige Druckplatten. Wie viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Was? Von jedem Tier zwei. Falsch. Von jedem Tier eins. Steven, Oder? willst die Frage beantworten? Ach so, Nein. ah nee, ich hab's. Mose hat ja keine Nein, Arche bitte. gebaut. Ach, stimmt da. Oh, Okay. Idiot. Aber er hatte jetzt schon gespoilert, deswegen gebe ich die Frage Ja, ab. also die richtige Antwort war, es war Noahs Arche und nicht Moses. Scheiße. Nice. Oh. So, dann kommen wir jetzt mal wieder zu einer Minecraft-Frage. Und zwar, wie viele Items kann man nur 16 Mal stapeln? Türen. Nicht welche, sondern wie viel? Was Steven, zwei? willst. Sechs Stück. Nein, falsch. Fünf Fuck. Stück wäre die richtige Antwort Ah. gewesen. Das heißt, weil meine Antwort. Ne, Moment mal. Wie ist denn das jetzt? Weil er hat ja Er hat falsch. zuerst falsch geantwortet. Dementsprechend müsste Steven den Punkt kriegen. Stimmt. Ja, stimmt, Ach das. so, ja klar, weil Genau. Wer ja. zuerst an. Wenn er falsch steigt, dann kriege ich den richtig. Also ist Das jetzt 3-0. heißt, Steven ist bei 3. So. Mal eine Schätzfrage, wo beide bitte mitmachen. Okay. Das heißt, da braucht man nicht drücken. Nein, nein. Also, bei welcher Minecraft-Folge ist Gronkh momentan? Mike, bitte Antwort Der sagen. macht keine mehr. Nein, aber bei welcher Frage? Sag doch einfach, welche Folge? Irgendwas mit 2000. ich Steven? sage, Mehr oder weniger. ich sag weniger. Wie weniger? Na, er Ich hat brauche ein. eine genaue Zahl von dir. Na, Mike Ich sagte brauche zwei. eine genaue. Ich brauche Okay. eine genaue Zahl von dir. Okay, ich sag 1850. Und damit gewinnt Steven, weil die Was? letzte Folge war die Folge 1251. User left your Ja! channel. Der war schon mal 2000, oder? Nein. Nein. Lol. So, das heißt, Steven 4, Mike 0. Mike, jetzt Toll. müsste aber von hinten übelst aufräumen hier. Ja. So, ich scroll gerade mal runter. So. Also. Moment, was haben wir hier noch? User joined your channel. Ich würde Also. gerne unterbrechen für einen Zuschauereinwurf. Okay. Und Ein zwar wurde mir eben Zuschauereinwurf. gesagt, wurde mir gesagt, am Anfang hat ja Mike schon falsch geantwortet wegen Noahs Arche, beziehungsweise Moses, und dementsprechend hätte Steven noch einen Punkt mehr. Das Zum muss. Thema Frage falsch beantwortet, Punkt für den anderen. Stimmt eigentlich. Also musst du jetzt entscheiden, Chris. Meine, er hat sie auch falsch beantwortet, also von daher. Also, ja, eben. Das ist es halt. Du hast sie auch falsch beantwortet. Kam halt nur der Einwurf. Ja, Also. würde ich sagen, wir machen trotzdem noch weiter. Ja, also. Also. Also, hört genau zu. Ja. Was ist ein Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher? Ich schreib's nochmal in den Chat. Was für ein Zeug? Eierschalen-Sollbruchverursacher. Was? Ich kenne das Wort nicht mal. Ja, ich auch nicht. Was soll das sein? Eierschalen-Sollbruchstellen. Hä? Wenn ihr es wisst, buzzern. Eierschalen-Sollbruchstellen. Was soll das sein? Ist das dieser Eierschneider, wo man die Ostereier und so hier mal reinmacht, hier dieses. Weißt du, was ich meine? Wo man die Eier in Stücke schneiden kann. Genau, in so eine Scheiben. Nein. Scheiße. Damit bekommt Mike den Punkt und wenn Mike die Frage beantworten möchte, kann er es gerne tun, um noch einen Punkt abzusahnen. Nope. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann löse ich auf. Und zwar Kugelschreiber schreibe. Also Mike 1. So. Ein Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher wird auch Eierknacker genannt.
Und sorgt dafür, um einen Eierkopf leicht abzunehmen. Man kennt es, man macht oben bei einem frischen Ei, macht man oben ein Messer rein, um das rauszulöffeln. Ja, Und, sowas habe und ich dieses, auch. und dieses Küchengerät macht oben einen feinen Schnitt oder bricht es, damit man eben oben den Eierkopf leichter abnehmen kann. Ja, das habe ich auch zu Hause. Gerne. So, damit haben wir einen Zwischenstand von 4 zu 1 für 7. Und dann geht's weiter. Also, Items sind mit einem Datenwert versehen, User auch joined ID your channel. genannt. Diese ID ist einer Tabelle eingetragen. Welches ist der kleinste Mob, der nicht dauerhaft fliegen kann? Der kleinste Mob, der nicht dauerhaft fliegen kann. Korrekt. Chicken. Also Huhn, das ist Ja. richtig. Ich hab grad völligen Blackout. Damit hat Mike 2 Punkte und 7-4. Was sind das für Fragen, Alter? Ja, wieso? Und wenn ein Okay. Huhn runterfällt, kann es nur fliegen, aber es kann nicht im, einfach so fliegen, nur wenn es runterfällt. Richtig, richtig. So, Naja, okay. dann nächste Frage. Eclipse ist eine Entwicklerumgebung oder auch IDE genannt für Java. Welche Marktwirtschaft haben wir in Deutschland? Fuck, wie heißt das? Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft. Tut mir leid, die Frage Nein! steht schon um. Und damit hat Fuck Mike, weil du die Antwort so schon gesagt hast, kann Mike nicht mehr antworten. Damit steht es jetzt 3 zu 4 für Mike. Alter! Ich wusste es doch! Wieder beim Blackout, ne? Ja! Also nächste Frage. Wie viele Sekunden braucht man, um mit einer Diamantspitzhacke einen Obsidianblock abzubauen? 30 Sekunden. 30 Sekunden ist Ja. falsch. Nein, das wurde auf 30 Sekunden reduziert, nicht mehr auf 60. Nein. Doch. Nein. Ich habe eine Doch. andere Antwort und die stimmt. Wollt ihr Wir mich können die hier im verarschen? Studio testen. Ja. Also Steven, ich will nicht möchtest du? antworten. Nein. Also, ich war mir sicher, das wurde auf 30 Sekunden reduziert. Also auf Minecraft-Wiki steht 10 Sekunden. Hä? 10 Sekunden? Obsidian? Nein. Nein. Ja. Nein. Das sind keine 10 Sekunden. Das müssen wir hier Obsidian austesten. war früher 60 Sekunden. Dann wurde es auf 30 Sekunden reduziert. Also so weiß ich das. Na, wir machen es mal. Ich habe 10 bei. Sekunden, das glaube ich auch nicht. Ja, bau du mal einen Obsidian-Block. Ich habe hier eine Stoppuhr und dann testen wir das Ganze mal. Wer von euch will hämmern? Ich. Gut. Moment. Moment, Müsste das nicht der Obsidian-Block. Moderator machen? Nee, ist aber creative. Ist doch egal. Nee. Obsidian, da ist er. So, und dann setzt er einfach hin, gibt eine Diamantspitzhacke und dann Mike sagt dann auf 3, 2, 1 und dann bei los hämmerst du los. Ja. Okay, 3, 2, 1, los. Hat 10 Sekunden. Hä? Ich meine, es wurde auf Lol. 3, es ist reduziert, oder? Interessant. Also früher war es mal 60 Sekunden, das weiß ich. Das weiß ich auch. Und dann habe ich was von der Verkürzung gelesen, aber ich Ja. wusste nicht, wie viel. Aber 10 sieht. Oha. Okay. Ja. Eine Also, Revolution in der damit geht der Punkt. Spitzhacktechnologie. Damit geht der Punkt an Steven und gewinnt Ja. somit das 11. Spiel. Yes. Dann haben wir einen Zwischenstand von 41 für Steven und Mike 25. So, dann gehen wir über zu Spiel 12. Namens. Und dieses Spiel, Mike, bitte hinsetzen. Nicht Oh. rumspringen. Spiel 12 heißt Holz abbauen. Ach du. Ui, ui. Ja. Das Timberplatte nimmt Gespielt nicht dran, wird. oder? Nein, das wäre ja Schade. zu einfach, oder? Gespielt wird eine Runde. Oha. Ach du Kacke. Ich bin rot. Achso, ja, ich vergesse das immer wieder irgendwie. Möchte die Bitte. Zuschauer auch gerne Also. nochmal daran erinnern, einzeln in den Teleportraum zu gehen. Nicht alle vor den Knopf stellen. Mit der Hand. So. Ihr baut den. Ihr müsst hier die kompletten Holzstämme abbauen. Ihr dürft euch ein Crafting Table bauen und daraus dann auch Äxte. Holz Ja, wir Holzäxte müssen bauen. dafür in den Game Mode 0 gehen, wir sind nämlich Adventure Modus.
Na, ich bin in Moment. 0. Ich nicht. Moment, mache ich gerade mal. Ach. Ben, hast du eigentlich den Twitch-Chat im Visier? Den habe ich im Visier, ja. V-Player not found. Ach, Mikey. So. Oh, jetzt. Steven, du bist im Survival-Modus? Ja. Gut. Dann, Regeln sind klar. Jo. Ihr müsst abbauen und hinten einmal auf den Knopf drücken. So, dann geht's los in 3, 2, 1, jetzt. Komm, Achievements. Ja, die sind beide gut im Rennen. Und Mike fängt an mit einer Enchanting Table. Enchanting Table? Enchanting Table. Crafting Table meine ich natürlich. Richtig. Oh, Mike liegt gut vorne. Steven muss es nachziehen, weil er das noch für sich gewinnen will. Kann ich nicht einen Stein abbauen? Da bin ich einen Stein. Das wäre zu einfach, oder? Scheiße. Hier gibt es weit und breit nur Bedrock. Und eben hier diese Wände. Na eben, die Wände meine ich ja. Baue ich die Wände ab. Nein. Die ganzen Sounds immer, ich höre immer von Steven so klack, klack. Hätte ich nicht gedacht, Mike, dass du das auch weißt, dass man genau mit 3 Holzblöcken dann 2 extra rausbekommt. Ja. Oh, ich glaube, das wird ein sehr knappes Rennen. Ja. Ich bin langweilig, wenn es von Anfang an entschieden wäre. Das ist ein Stack, oder? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, das ist sogar ein bisschen mehr. Aber dürft hinkommen. Das wird mega knapp. Ja. Das gewinne ich irgendwie so einen Trick, den man schnell abbauen kann, oder? Nein. Wie kannst du so schnell abbauen, Steven? Ich baue ganz normal ab. Ist klar. Nee, wirklich. Ich halt einfach nur Maus gedrückt und... Wie viel hast du eigentlich noch? So an Wand und so? Keine Ahnung. Also ich habe im Moment 57. Er hat jetzt noch 14, 13 Blöcke. 12. Oha, oha, oha. Gibt so ein paar Tricks mit... Oh, das wird sehr knapp. Oh, Mike liegt vorne. Oha. Oh, das wird... Die sind fast gleich auf. Nein, er hat einen Block mehr, Mike, oder? Mike ist... Ja. Und Mike hat alle abgebaut, Mike hat alle abgebaut. Muss man nehmen. Scheiße, bau doch ab, du Ding! Und damit nimmt Mike dieses Spiel für sich. Fuck! Das war sehr, sehr knapp. Boah! Alter. So, jetzt erstmal wieder an Christian die ganzen Inventarien mit hin machen. Weil ich so, hey, wo geht's hin? Ja, ich hätte eigentlich auch schon losrennen können, aber dann quasi, ich war dann überhastet und hab dann kurz bevor der Block abgebaut war, abgebrochen. Scheiße! So, damit haben wir jetzt einen Zwischenstand mit Steven 41 Punkte und bitte nicht den Buzzer betätigen. Und Mike mit 37. So, dann kommen wir zu Spiel Nummer 13. Und dieses nennt sich Bogenschießen. Oh. Dann gehen wir gerade mal rüber. Steven, du weißt eben noch mein Plattform schießen, ne? Oh nein. Spiel 13, oder? 13, ja. 14? Nee, 13. Ja. Ich hab noch das ganze Holz, ne? Ja, das musste Chris geben. Ja, das gibst du mir zum ersten Mal. Hier bin ich. Wie kommst du da hoch? Achso. Hä, wo ist, so, daneben. Wo ist mein Bogen? Hä? Na, ich hab nur meinen. Den bekommst du, Moment. Na, Moment, der Bogen hat aber Enchantment drauf und nennt sich 1. Ja, gut, ich hab mir jetzt ein Stack Pfeile gegeben. Das ist dasselbe. Okay. So, also. Ziel ist es hier hinten. Lass ich ein Minecart fahren, hier unten. Mhm. Wo Spieler
hat, also jeder Spieler hat quasi drei Minecarts, die er maximal abschießen kann, und pro Minecart darf er nur zwei Pfeile verwenden. Okay. Gut. Ja. Soweit klar, da einige Fragen? Nö, nö. Das heißt, kann dann jeder maximal drei Punkte kriegen, oder? Richtig, und der, wo die meisten Punkte hat, weil ich glaube nicht, dass ihr beide jedes Minecart direkt abschießen könnt, der, wo die meisten Punkte hat, gewinnt. Okay. Sollte es Gleichheit geben, werden noch einige Minecarts mehr folgen. Was mir gerade noch einfällt, dass man noch nicht irgendwie eine Münze haben, dass man werfen kann, wer anfängt. Die fehlt uns noch. Ladies First würde ich sagen, ne? Werfen. Na, bei Ladies First musst du anfangen. Nee. Doch. Eigentlich fängt der Herausforderer an, also. Okay. Also, Mike. Na, bei der Sendung werfen die mal eine Münze, deswegen. Also, das Minecart fällt es und dann, holt das und ich muss jetzt abschießen, oder was? Genau, du musst das jetzt abschießen. Scheiße. Einen Fall habe ich noch, ne? Ja. Mhm. Oh. Das ist gar nicht mal so einfach. Ist es auch nicht. So, das heißt, dein nächstes Minecart. Und los. Ach so. Ja, du hast drei Durchgänge komplett. Weil du legst vor, quasi. Was ist denn das? Und dann hast du noch zwei Pfeile insgesamt übrig. Hä, ich habe gerade eigentlich voll getroffen. Schon wieder eigentlich. Und jetzt geht nicht kaputt, das ist voll Cheater. Hm. Damit hast du deine Versuche aufgebaut und Steven ist dran. Sollte Steven auch kein einziges Minecart zerstören, beginnt Mike wieder. Alter. Das ist gar nicht mal so einfach, ne? Ich hab die doch getroffen. Ja, das war bei mir auch gerade so. Ja, ich hab's. Ja, genau. Ich hab ihn zweimal getroffen. Ich glaube, das ist einfach, dass du in der Dings, in der Ecke, da, weil das ja da stehen bleibt. Für eine kurze Zeit. Musst du versuchen, da hinzuziehen. Ja. Damit hat Steven dich gewonnen. Ein sehr kleines, aber feines Spiel. Wo geht's denn zurück ins Studio? Ja. Achso. An die Zuschauer, ihr müsst nicht zurück. Ihr könnt quasi hier bleiben. Weil der Zuschauerraum für das nächste Spiel ist auch da. Richtig, so. Das war Spiel 13, das heißt, Steven hat eine Punktzahl von 54. Oha. Und Mike von 37. Und dann kommen wir zu Spiel 14 und dieses heißt Bootfahren. Oh nee. Ich hasse Bootfahren. Ich auch. Ohne Scheiße, ich mach das immer. Warst du eigentlich damals dabei, wo wir mal dieses Bootfahren gemacht haben, dieses Mario Kart Bootfahren? Ja, da war ich dabei. Ja, weiß ja, noch. Oha, das ist wir das volleste spielen, Spiel. Wir spielen drei Runden. Blaues Meins. Starten wir denn hier von der Linie oder hier vorne dran? Ihr stellt euch hier bitte hier hin. Boote bitte noch nicht setzen. Mhm. Also drei Runden. Wer zuerst den Buzzer betätigt, hat die erste Runde gewonnen, die zweite Runde ebenso und so weiter. Okay. Und dann, wenn das Boot... Wenn, achso. Ja. Ja, bitte? Sag du. Was soll ich sagen? Wolltest du gerade sagen? Ich wollte sagen, was ist, wenn die Boote unterwegs kaputt gehen? Ach so, ja klar. Dann geht ihr bitte komplett an den Anfang zurück, da wo ihr steht, und fangt von vorne an. Okay. Verstanden? Ja. Und wenn man jetzt so gesagt eine Runde gemacht hat und dann das Boot kaputt geht, dann kann man von dem... Von ganz von vorne... Wenn du einmal gedrückt hast, ist die Runde sicher. Okay. Ja. Ach so. Du musst halt mit dem Boot hinten ankommen. Okay. Ich soll doch eigentlich mal nachfragen, ich bin Raab. Okay. Schon bereit. Los. Ja, und da starten sie gleich los hier. Nein! Stevens Boot ist schon kaputt. Mike fährt weiter. Der Trick ist hier einfach langsam fahren. Und da hat Mike die erste Runde gewonnen. Ach, scheiße. Wo muss ich jetzt hin? Achso, wieder zurück. Das heißt, wieder zurück an den Anfang. Es steht 1-0 für Mike. Okay. Könnt mal für dich hier so zur kurzen Info, wäre es vielleicht nicht schlecht, nächstes Mal die Zuschauer um drauf zu setzen, weil Steven sieht mir zum Beispiel von hier aus überhaupt nicht. Also. Ist halt wie gesagt alles noch in der Testphase, das müssen wir noch überarbeiten. Ja, deswegen. Am besten mach mal ein höheres Tor, weißt du, nochmal drei, vier Blöcke hier oben drauf, Zaun drauf, fertig. Ja. Gut, dann, wenn ihr bereit seid, geht's los in 3, 2, 1, halt, Mike, bitte zurück. Du bist fast in der Mitte gespawnt.
Bitte genau am Anfang. Okay. Sag an. Ja, setz dein Boot, weil Steven hat seins auch schon Ach gesetzt. so. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1, los. So, und jetzt hoffe ich, ohne das kaputt zu hauen. Und Mike ist schon wieder vorne. Steven holt Nein. nach. Ja, Bremsen, bremsen, das wird bremsen, knapp. bremsen. Das wird knapp Ja. und Steven gewinnt. Ach komm schon. Das heißt, es steht 1:1. Yeah. Kann ich das Ding jetzt eigentlich noch gewinnen? Wenn ich die Wie? beiden Spiele jetzt schaffe, dann kann ich das noch gewinnen, oder? Ich glaube Genau, ja. der nächste, wo jetzt gewinnt, also Nee, er da wo meint jetzt jetzt die nächste. insgesamt. Weil Wie? wegen den Ach Punkten. so. Aber ich glaube ja, das müsste noch Ja. passen, wenn er beide gewinnt. Ja. Okay. Das müssen wir nächstes Mal auch machen mit der So. Punkterechnung. Eben. Also, dann geht's los in 3, 2, 1, jetzt. Ich bin gerade am Boden festgebackt. Ja, das ist am Anfang normal. Nein! Liebes Boot ist kaputt. Verdammt. Damit kann sich Mike einen Vorsprung ausbauen. Und er ist an der Zielgerade und Scheiße. Mike hat dieses Spiel gewonnen. Boah, ey. Shit. Hoffentlich ist das letzte Spiel auch ein leichtes Spiel. Bestimmt so So. Hardcore-Parkour oder so oder Wipeout. Ja. Also, dann gehen wir zurück ins Studio. Bearbeitet Studio. das Ganze übrigens schon mal, nur so nebenbei. Genau. Und dann haben wir einen Zwischenstand. Mike 51 Punkte, Steven 54 Punkte. Oha. Und jetzt ist Matchball für alle. Oha. Das heißt, der, wo das nächste Spiel gewinnt, hat hier Schlag den Keks gewonnen. Ja, dann fangen wir doch glatt mal an mit Spiel Nummer 15. Und dieses heißt Eishockey. Oh, ja, das kenne ich, das ist voll geil. Eishockey! So, am Ende musst du noch so eine Musik anhören, so We are the Champion. Kann ich nicht wegen Urheberrecht. Ach so, stimmt. Dann singen wir es zu zweit. Nein, ich singe nicht. So. Haben wir So, das. gespielt wird eine Runde, das heißt, jeder nimmt sich Nicht so hier nah. einen Schläger raus. Und dann stellt sich jeder bitte vor sein Tor. Die Pucks spawne ich. Und dann heißt es, der Erste, der User 3 joined the Tore channel. hat, gewinnt dieses Spiel. Und damit auch Okay. Schlag den Keks. Wo spawnt denn der Poke? Der spawnt ja viel zu weit rechts. Nein, der spawnt genau richtig. Wenn. Steven, wie sieht's aus mit Cup bei dir? So mal nebenbei. Passt Wurde alles. eingeworfen. Ach so, passt alles einwandfrei. Aber ich glaube wirklich, dass der falsch spawnt, weil guck mal, der kommt dann hier oben. Ja. Ja, dann überarbeiten wir es später noch. Also, dann, wenn alle bereit sind, Jo. geht's los in Yep. 3, 2, 1. Nein! Alter! Und Ich hab dich einfach damit der. mitgeschlagen. Und damit geht das erste Tor an Mike. Guck dich so blöd! Alter. Okay, ich bin bereit. So. Aber richtig in die Tormitte am besten. Drei, zwei, eins. Na, gut abgewehrt. Nicht ins Wasser fallen. Wo ist denn der hin? Ah, da. Nein. Hä, wo ist denn der? Wo ist denn der? Ah, Au. ah, lass mich nicht schlagen. Nein! Oh. Gut gerettet. Sehr gut gerettet. Nein, 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 nein. Nein! Jo, das war knapp. Oh, verdammt! Das war knapp. Hä, wie ist denn das Flachsen? Der stirbt gleich! Dann wird ein neuer Puck Heilpost. spawnen. Scheiße, hab ich auch noch geschlagen, ey. Bitte nur den Puck schlagen. Was, wenn die Schaufel kaputt geht? Dann Ah, kriegt er die eine hält eine Panne. ganze Weile. Wo ist denn der Nein! aber? Danke! Ja. Oha, das ist richtig spannend, ja. Das ist halt Hä? ein Finalspiel. Au! Nein! Nein, ich hab mein Und Fuck! Ich hab mein Eigentor gemacht!
Und damit 2 zu 0 für Mike. 3 Tore, gell? Oha. Ja. Oha, das ist so mega spannend. Das heißt, wenn Mike jetzt ein Tor erzielt, okay, Steven, gewinnt er. Ich wünsche jetzt viel Glück. Danke, ich kann's gebrauchen. Damit 3, 2, 1. Nein! So knapp! Das war knapp, das war sehr. Das war super knapp. Geh weg! Aua, ey, das war faul, das war ein Foul! Das war eindeutig faul. Okay, okay, das zählt nicht, ich bin fair. Das zählt nicht. Wenn man aus Versehen trifft, okay, aber Mitte vom Strafraum. So, dann. Und dann kommt er in 3, 2, 1. Nein! Oh, der war gut, der war gut. Der war gut. Oh, Entschuldigung. Oh. Nein! Ja. Nein! Warum läuft er nicht mehr? Wo denn? Oder? Oh, sorry. Oh, schon wieder sorry. Verdammt. Rage Mode. Laufe nicht mal von meinem Schlag, ja? Komm schon. Und der spielt. Nein. Also das wird eine richtig knappe Sache hier. Oha. Wirklich interessant. Du kriegst kein Tor. Steven braucht mehr als ein Tor, richtig? Ich brauch 3 Tore. Meine Schaufel ist echt kaputt, ne? By the way. Oha. Kurz bevor sie kaputt geht, kommst du eben zu mir, dann mache ich dir wieder Eile. Ja, dann gehst du mal kurz vom Trick. Alter. Das ist super spannend hier. Oh. Nein! Nein! Scheiße! Fuck! Tor. Und damit hat Mike. Ja! Alter! Hat Mike dieses Spiel gewonnen und damit auch Schlag den Keks. Boah! Das gibt's nicht. Dann gehen wir mal zurück ins Studio. Alter! Was für. Oha, aber nice Game, schlagen. Steven. Boah! Was? Nice Spiel. Auf jeden Fall. Boah! Ey, ich bade hier gerade im Schweiß. Mein Herz rast voll. So, ich würde euch bitten, dass ihr. Habt ihr die Schaufel nochmal wieder reingetan? Ja. Gut. Ja, Mike, dann hast du hier jetzt direkt in der ersten Sendung unseren Raab, unseren Keks geschlagen. Jo, also und das damit war. Vielleicht ein kurzes Feedback von jedem von euch. Tjo, also auf jeden Fall, das war richtig spannend. Am Anfang total Kopf an Kopf rennen. Da dachte ich noch, dass ich vorbeiziehe, aber da hast du dann doch noch wieder den Anschluss gefunden, vor allem beim Bootfahren und beim Holz habe ich mich so dämlich eingestellt. Und dann bei dem Hockey das erste Tor gleich bumm, tot. Also da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht die Schaufeln ein bisschen weniger Schlagkraft geben, weil die da am Anfang wirklich instant ein Tor schießen kannst, wenn du es nicht abwehrst. Und ansonsten ein richtig geiles Spiel, auch wenn ich verloren habe. Ich verneige mich. Mike, von dir aus? Ja, also ich muss sagen, ich fand's halt, am Anfang war es halt noch so halt normal, so, ich war im Führer und gedacht, boah, ich gewinne das locker, dann hat Steven richtig eingeholt, hat schon gedacht, scheiße, ich verliere das, und am Ende, die letzten beiden Spiele habe ich gewonnen, und dann habe ich den Sieg geholt, und es war richtig spannend, richtig lustig, und ja. So, und dann. Ja, Mike, dann gratulieren wir dir. Kein Feuerwerk? Du hast ihn erfolgreich. Aber ein echter Zuschauer toben! Los, tobt! Die Zuschauer, ja! Scheißen, Jubel! So! Kreische, okay. Du bekommst von uns in der Steam-Gruppe Ultra Keks und Kekse. Bekommst du, Entschuldigung, Ultra Keks Kanone. Ja. Bekommst du, Spieler der Woche. Und du darfst dir Anschluss der Sendung, sprich später dann, meldest du dich einfach bei uns. Und dann darfst du dir ein Spielchen bei Steam aussuchen aus einer Liste, die wir dir dann zusenden werden.
Ja, na gut, ich bin die Spiele nochmal alle vorher an. Ja, technisch muss ich jetzt noch erwähnen. Zwei der Spiele wurden vom Wolfshodel gesponsert. Das war so klar. Ja, ein bisschen Werbung muss sein. Ja, kann ich. Genau, da vielen Dank an unsere Sponsoren. Dann würde ich sagen, ist die erste Runde, erste Sendung damit abgeschlossen. Und auf jeden Fall in die Hall of Fame kommt dann Mike, auf jeden Fall wird da drinnen verewigt für die erste Episode. Richtig, richtig. Und Mike nimmst uns dann zwar nicht übel, aber in der nächsten Episode darfst du dann nicht dabei sein, dass dann quasi jemand anderes mitmachen darf. Kann ich irgendwie sowas in der Zuschauer machen dann? Zuschauer darfst du sein, kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier erstmal den Livestream und machen erstmal eine Werbepause. Wir werden den Livestream noch bis 19 Uhr weiterführen, das ist klar, das Event geht bis 19 Uhr. Das heißt, erstmal bis hierhin vielen Dank an euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in circa 10 Minuten wieder. Genau. So, und ich sage auch an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen an euch alle. Ich stimme mich mal hier ein bisschen mit vor, dass ich euch noch alle mit auf die Wand hier drauf kriege. Komm mal am besten rechts von Chris mit hin, genau. Weil ich gucke jetzt quasi von vorne. An der Stelle ja nochmal ein ganz großes Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Schlag den Keks gehalten habt. Ob ihr denn davon noch eine Episode sehen wollt. Natürlich dann mit mehr Spielen oder anderen Spielen, mit mehr Server-Slots, damit mehr von euch raufkommen können. Das Twitch ist doch schon aus, oder? Ich nehme es doch für YouTube noch auf. Oh. Deswegen. Und dann auch noch mal danke an dem guten Marvin, der uns noch mit hier geholfen hat, sonst wäre die Organisation, glaube ich, ein einziges Chaos geworden. Und immer wieder gern. Und wir sagen dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten, vielleicht bis zur nächsten Runde von Schlag den Keks. Eure Ultra-Keks-Kanone. Ciao.